Moin moin und ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga, wir haben eine Samstagskonferenz und sonst auch alle Zusammenfassungen. Bleibt sportlich fair in den Kommentaren, das ist eine Prognose. Es gibt immer noch Leute, die reinschreiben, bist du dumm, was ist das für eine scheiß Prognose, so eine Scheiße habe ich noch nie gesehen. Okay, kann ich ja verstehen, aber ich habe mit den Ausgängen der Partien überhaupt nichts zu tun. Die Leute checken es einfach teilweise nicht. Naja, damit habe ich mich jetzt mit den 99,9% der Zuschauern über diese Leute lustig gemacht. Ist vielleicht auch nicht so ganz fair, aber teilweise muss man echt Schwachsinn in den Kommentaren lesen. Naja, das wollte ich loswerden. Wie gesagt, das trifft auf euch wahrscheinlich nicht zu, wenn ihr euch das anhört. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Reinschalten, wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und los geht's mit dem ersten Spiel Augsburg gegen Gladbach. Der FC Augsburg tritt gegen Borussia Mönchengladbach an am Freitagabend zum Auftakt des 25. Spieltags. Und diese beiden Mannschaften, das muss man sich mal vor Augen führen, trennen aktuell nur 3 Plätze in der Tabelle. Borussia Mönchengladbach in Schwarz hatte hier so seine Mühe, gegen den FC Augsburg zu wirklich herausgespielten Tormöglichkeiten zu kommen. Aber Alassane Player, diesen Freistoß hat er super gesetzt. Der findet dann aber nur den Weg an den Außenpfosten. War trotzdem von Borussia Mönchengladbach schon ein gut geführtes Spiel, sehr dominant. Der FC Augsburg war mehr aufs Verhindern aus, musste dann dafür aber in der Offensive eigentlich alles einbüßen. So kam auch Gladbach vor der Pause nochmal. Stindl nach Gelbsperre zurück. Gikiewicz mit der Parade, Lazaro dann etwas überhastet, kann nicht mehr viel draus machen. Super Schuss, dann aber auch sehr gut pariert. Rafael Gikiewicz hier auf der absoluten Höhe. Ging mit dem 0:0 in die Pause, das war in Ordnung, wenngleich die Gäste deutlich näher dran waren, aber so ganz zwingend wurde es eben zu selten. Der FC Augsburg aber ja machte nicht viel nach vorne und so sah es dann auch im zweiten Durchgang aus, dass da erstmal nur Defensive angesagt war. Zakaria, Chauwe, Leo grätscht den zu Player. Da müssen wir das Regelwerk nochmal auspacken. Abseitsposition, also der Treffer zählte nicht. Bei Chauwe Leo wohl darauf reagiert, dass Alassane Player da im Abseits steht. Ansonsten hätte der Treffer eigentlich zählen müssen. Wurde nicht gegeben, weiter also 0:0. Sehr knifflige Szene. Die Fuggerstädter davon aber tatsächlich ein bisschen aufgeweckt. Laszlo Benes zu Strobel, Flanke auf Niederlechner. Auf der anderen Seite auch ein Tor, auf der anderen Seite auch ein Abseitstor. Werden wir gleich auch nochmal sehen in der Zeitlupe. Florian Niederlechner, das ist knapp, aber absolut korrekt. Weiterhin also 0:0. Es wurde etwas spannender im zweiten Abschnitt und ausgeglichener trotzdem noch einmal Borussia Mönchengladbach. Thüram, Stindl, super Pass zu Neuhaus. Und das 0:1. Kein Abseits. In der 88. Minute erzielt die Fohlenelf doch noch den Siegtreffer und die Hoffnung von Europa kann damit weiterleben. Der FC Augsburg hingegen richtet seinen Blick dementsprechend wieder nach unten. Ein paar Punkte müssen da auf jeden Fall zum Klassenerhalt noch hinzukommen. Und damit ein ganz herzliches Hallo zur Samstagskonferenz des 25. Spieltags. Der FC Schalke 04 ist zu Gast beim VfL Wolfsburg und die Vorzeichen sind ganz klar verteilt. Die Wölfe sind ihr haushoher Favorit. Zuletzt aber verlor man mal zur Abwechslung wieder. Bei Hoffenheim verlor man eben mit 1:2. Schalke mit dem 0:0 beim Gramozis-Debüt. Trotzdem, das wird eine brutal schwierige Aufgabe für Königsblau, wenn hier überhaupt irgendwie was zu holen ist. Hier sind wir in Berlin am Stadion an der Alten Försterei. Der erste FC Union trifft auf den ersten FC Köln. Köln zumindest mit einem 1:1 gegen Werder Bremen, aber es ist unglaublich wichtig, hier auch heute gegen Union Berlin irgendwie Punkte mitzunehmen, denn es spitzt sich doch da unten so langsam zu. Union kann theoretisch oben nochmal anklopfen. Klar, das ist jetzt nicht unbedingt das Ziel Nummer 1. Möglich ist es aber allemal.
Partie Nummer 3 lautet SC Freiburg zu Gast beim ersten FSV Mainz 05. Freiburg in den gelben Trikots. Durchaus kleiner Favorit, aber Mainz ist ja zumindest einigermaßen wieder im Tritt. Trotzdem, zuletzt klappte es nicht mit dem Gewinn und gegen Teams, die nicht ganz so spielstark sind, wobei Freiburg auch schon spielstark ist, tun sie sich traditionell schwer. Also auch das hier, es wird sicherlich ziemlich ausgeglichen. Damit machen wir Spiel Nummer 4 komplett, oder die Konferenz mit Spiel Nummer 4, besser gesagt. Der SV Werder Bremen empfängt den FC Bayern München. Die Rollen sind klar verteilt, wenngleich der SV Werder Bremen im Hinspiel überzeugen konnte gegen die Bayern und unter der Woche auch Bielefeld mit 0:2 schlagen konnte. Also, der SV Werder Bremen ist hier trotzdem klarer Außenseiter. Bayern braucht die Punkte, um Meister zu werden. Wir schauen drauf und melden uns dann, sobald was passiert. Starten wir jetzt aber erstmal in Wolfsburg, wie gesagt, dort gegen Schalke. Dann wollen wir beginnen in Wolfsburg. VfL in den grünen Trikots von links nach rechts im ersten Durchgang. Und die Gäste in blau und weiß. Ja, bereits angesprochen, Wolfsburg hatte zuletzt mal wieder verloren. Das kannten sie gar nicht mehr und auch Gegentore waren ihnen dort völlig fremd. Das hatte der FC Schalke 04 zumindest mal nicht. Also sie hatten kein Gegentor gegen Mainz 05, aber das war eigentlich zu wenig. Schöpf, der sich hier gerade mal fast selbst in Bedrängnis bringt, dann den Ball lieber wegdrischt. Also Wolfsburg geht hier gleich vorne drauf. Wir sehen es, die setzen sich da im vorderen Drittel fest, haben jetzt auch einen Einwurf. Memedi mit der Hacke zu Joao Victor, der zu Bialek, aber das war wohl eine Abseitsposition. Ja, also wenn wir die Linie so ziehen wollen, dann ist das wohl abseits, aber es war jetzt keine hundertprozentige Torchance, deswegen kann man das wohl verkraften, auch aus Wolfsburger Sicht. So, das die ersten Eindrücke von hier, wir gehen lieber mal eine Station weiter und warten auf das erste Tor. Wir sind in Bremen, Robert Lewandowski im Ballbesitz, sieht Thomas Müller und das geht viel zu einfach. 0:1 in der fünften Spielminute. Das darf doch nicht wahr sein aus Bremer Sicht. Die spielen defensiv diese Saison. So eine stabile und klasse Saison für ihre Möglichkeiten, für ihre Verhältnisse. Aber dass ausgerechnet jetzt gegen die Bayern solche Lücken entstehen, das ist natürlich nie im Leben gewollt. Vielleicht liegt es daran, dass sich die Fünfer- respektive Dreierkette neu bilden muss, denn Marco Friedl fehlt bei Werder Bremen gelb gesperrt. Die fünfte Gelbe sah er unter der Woche eben gegen Bielefeld. Tja, große Aufgabe nun für die Gastgeber. Sie haben aber immerhin schon viele Punkte gesammelt. Das ist hier heute ein Bonusspiel, auch wenn man das gegen die Bayern nicht hören möchte. Im Prinzip ist es so und die Bayern, sie sind hier auf dem besten Weg, die 3 Punkte zu holen. Schauen wir mal hier in Mainz vorbei, die von links nach rechts, Freiburg in den etwas ungewohnten gelben Trikots, Philipp Mbene steht aber auch erstmal hier im Abseits in der 8. Spielminute. Mainz hat extrem viel investiert gegen den FC Schalke 04, schoss am Ende kein Tor, hatte extrem viele Torschüsse, die aber zum Großteil doch recht ungefährlich waren. Normalerweise muss man aber dennoch das Spiel gegen Königsblau für sich entscheiden. Der erste FSV aber ist nach wie vor vollkommen im Rennen um den Klassenerhalt. Da wären heute 3 Punkte aber auch extrem wichtig gegen den SC Freiburg. Schauen wir nochmal, Barrero verliert aber den Ball. Hier gibt es Einwurf und wir geben ab. Wir sind in Berlin, wo auch Rot gegen Gelb spielt. Gelb ist der Gast aus Köln, die Geißböcke von rechts nach links, erstmal in der verteidigenden Position. Wolf, der hier nach 13 Minuten mal den Fuß reinhalten muss, um Schlimmeres zu verhindern. Oh, schöne Ansicht vom Dach, kann man sich auch mal genauer anschauen, aber genau das ist das, was wir sehen wollen. Spieler und der grüne Rasen. Hier ist er tatsächlich ziemlich grün, schön gepflegt. Und so kommt der Eckball von der linken Seite rein. Jakobs Kanu vor die Füße.
eines Unioners ablegen konnte ich jetzt hier so auf die Schnelle nicht erkennen, aber das war die erste dicke, fette Chance in diesem Spiel. Glück für Köln, dass es 0-0 steht. Das sieht in Bremen anders aus. Ja, das sieht in Bremen anders aus. Wir gucken aber erstmal in Wolfsburg vorbei. Wolfsburg nicht zu verwechseln mit Werder. Der VfL verlor das letzte Spiel gegen blau gekleidete Hoffenheimer. Das soll logischerweise kein schlechtes Omen sein, heute gegen blau gekleidete Schalker anzutreten. Steht aber noch 0-0. Der FC Schalke 04 mit einer Standardsituation. So sollte es ja, wenn dann überhaupt, klappen. Man hat zwei mickrige Torschüsse gegen Mainz gehabt. So wird man heute gegen den VfL Wolfsburg nicht viel erreichen können. Aber Serdar kommt und Tor in Berlin versucht abzuschließen. Und wir wechseln nach Berlin und holen uns das Tor ab. 1-0 für die Gäste. Andrej Duda ist der Torschütze. Mit etwas Glück springt der Ball vom Innenpfosten über die Linie. Da bleibt einem als Keeper nur das Hinterherschauen. Dieser Treffer hatte sich nicht unbedingt angekündigt. Dürfte aber dem ersten FC Köln egal sein. Unglaublich. Tor in Mainz. Dieser Treffer und in Mainz auch ein wichtiger. Ja, aber er zählt nicht. Abseitsposition. Das Tor hätte der SC Freiburg erzielt und das ist ja wirklich maximal knapp. Grifo legt auf. Schauen wir nochmal drauf. Ja, das wird schon die richtige Entscheidung gewesen sein. Trotzdem, Mainz muss hier wirklich aufpassen. Freiburg hat hier aktuell komplett die Spielleitung übernommen. Jetzt aber auch mal wieder die Mainzer Barrero. Dauert aber ein Weilchen. Wir wollen Tore sehen. Ab nach Bremen. Ja, und diesmal wirklich nach Bremen. Und einen Treffer haben wir hier schon gesehen. Der FC Bayern München hat ihn erzielt in der Frühphase in Person von Thomas Müller. Es ist also hier erstmal so gelaufen, wie man das hätte erwarten können. Vielleicht hätte man sich in der Defensive von Werder in der Anfangsphase auch noch mehr Stabilität erhofft, aber der FC Bayern München erließ sich hier nicht so wie von Dortmund. Tor in Berlin! Zwei Dinge einschenken und wir haben den nächsten Treffer in Berlin. Und was für ein! Max Kruse mit dem Freistoßtor. Ein überragend getretener Standard. Das ist eine super Position. Leicht links lastig und der ist einfach super. Der ist perfekt. Da wollen wir mal Timo Horn nicht den Hauch einer Chance oder nicht den Hauch einer Schuld zusprechen wollen. Das war ein toller Freistoß. 1-1 hier. Super Spiel. Tore haben wir in Wolfsburg noch nicht gesehen. Ja, aber Schalke macht das nicht schlecht. Sie sind drauf und dran. Sie verschanzen sich nicht defensiv. Ja, 0-0 ganz schön gegen Mainz zum Auftakt für Gramotzes, aber das wird mit 0-0s nicht zu retten sein. Nicht diese Saison. Jetzt kommt auch Wolfsburg mit Bartosz Bialek, der heute mal in die Startelf gerückt ist. Riedle Baku. Zidane Gerhard, der tritt einmal auf den Ball und schließt ab. Und wie? 31. Minute. 1-0 für den VfL Wolfsburg. Yannick Gerhard ansatzlos. Im Pokal machte Schalke hier schon eine gute Partie. Es sah ein bisschen so aus, als würde sich das in eine ähnliche Richtung bewegen. Und aktuell kann man das nochmal unterstreichen, denn auch da erzielte Wolfsburg den Treffer. Und nicht der FC Schalke 04. Obwohl es auch anderswo möglich gewesen wäre. 1-0 für die Wölfe. Und Schalke mal wieder mit dem Rücken zur Wand. Ab nach Mainz. Den Mainzern dürfte das nochmal ganz gut im Ohr klingen, dieses 1-0 für Wolfsburg. Aber wenn Mainz auch realistisch ist und ehrlich, da darf Schalke eigentlich keine Konkurrenz mehr darstellen.
auch bei allem Respekt für Mainz gilt es, nach vorne zu schauen. Und das tun sie ja auch schon seit Wochen. Und der Bo Svensson hat sich da einiges getan. Tor in Bremen. Jetzt tut sich wieder was in Bremen, bitte. Doppelpack, Thomas Müller, 0:2, 34. Minute. Die Bayern machen es nicht spektakulärer, als es sein muss. Kimmich scheitert an Pavlenka, Müller scheitert an Pavlenka. Müller setzt nach und drückt den Ball per Kopf über die Linie. Das dürfte dann schon die Vorentscheidung sein, auch wenn man mit so etwas immer vorsichtig sein muss. Und ja, die Bayern haben auch schon 2:0 Führungen in dieser Saison aus der Hand gegeben. Da waren es aber eben auch andere Gegner. Borussia Mönchengladbach in einer ganz anderen Verfassung, der SV Werder Bremen. Aber vielleicht hat er ja nochmal die Kaltschnäuzigkeit. Wir werden gespannt draufschauen. Aber das 0:2 geht hier auch schon absolut in Ordnung. Das funktioniert schon so. Und dementsprechend Tor in Mainz. Bayern alles okay. Und in Mainz ist jetzt für eine Mannschaft irgendwas richtig okay. Und zwar für die Gäste aus Freiburg. Die Breisgauer, sie haben sich von dem kurzen Schock gegen Leipzig, dem 0:3, scheinbar wieder erholt. Und machen das 1:0 durch Demirovic. Zentner streckt sich zwar, kann aber nichts mehr ausrichten gegen den Einschlag. 38. Minute, also der Sportclub voll im Soll. Und der erste FSV Mainz 05 tut sich hier doch schon richtig, richtig schwer. Da hatte man sich sicherlich ganz viel mehr vorgenommen. Freiburg holt sich den Ball schon wieder zurück, Demirovic. Rechts raus zu Jonathan Schmid. Weit aufgerückt, legt wieder zurück zu Demirovic. Plötzlich viel Platz in der Mitte für Höfler. Auweia, 0:2. Was ist denn mit Mainz auf einmal los? Da dachte man vor 2-3 Minuten, okay, 0-0, alles in Ordnung. Jetzt schütteln wir uns. Aber das ist ein viel zitierter Doppelschlag. Der tut richtig weh und ist super unnötig. Fehlpass im Aufbauspiel. Dann ging es über Demirovic und Schmidt ganz gut nach vorne. Nicolas Chico Höfler mit dem 2:0. Also turbulente Minuten hier gerade in Mainz. Zwei Tore haben wir auch gesehen in Berlin, aber anders verteilt. Gleichmäßig verteilt, 1:1. Und Union Berlin kommt noch einmal vor der Pause, bekommt jetzt zumindest den Einwurf zugesprochen. Sie hätten auch durchaus gewinnen können in Bielefeld, die Unioner. Das hätte auch den ersten FC Köln gefreut. Bielefeld ja ein starker Konkurrent da unten in der Abstiegszone. Und der Ball von Rex Bischai auf André Duda. Erstmal kein Abseits. Duda, jetzt ist Union aber wieder ganz gut sortiert. Denkst du? 2:1. Erster FC Köln. Jan Thielmann mit dem Treffer. Kurz vor der Pause. Kontersituation von Union Berlin. Nicht gut verteidigt. Duda, der dann hier das Tempo gut verschleppt. Und wenn sich der Videoassistent nicht meldet, dann ist das ein regulärer Treffer. Gehen wir jetzt einfach mal stark von aus. Ansonsten würden wir eine Nachricht bekommen. Sieht aber alles nach 2:1 aus. 3 Tore hier, ging ordentlich zur Sache. In Wolfsburg ist es ein bisschen ruhiger. Ja, aber auch hier ist gleich Pause. Wolfsburg kommt aber nochmal. Becker klärt den Ball. Brooks, der da weit aufgerückt war, nach einer Ecke noch vorne geblieben. Der FC Schalke 04 schafft es aber einfach nicht umzuschalten. Das dauert zu lange. Und dann ist hier auch Pause. 1:0 für den VfL. Die Führung eher im Nachhinein verdient, weil der FC Schalke 04 vorher doch schon die bisschen gefährlichere Mannschaft war. Aber es läuft alles nach Plan für die Wölfe. Und wir schauen jetzt kurz auf die Halbzeitergebnisse.
Jo, hier haben wir die Ergebnisse einmal im Überblick. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Das würde mich auf jeden Fall richtig freuen. Ansonsten viel Spaß weiterhin beim Zuschauen. Die zweite Halbzeit geht los und ich will euch gar nicht länger aufhalten. Zurück in der Konferenz. Wir starten wieder in Wolfsburg, wo wir nochmal auf den Treffer von Yannick Gerhardt schauen. Ein ordentliches Geschoss lässt da Shkodran Mustafi ins Leere laufen und Renault ins Leere fliegen. Also der FC Schalke 04 hat mal wieder mit einem Gegentreffer und einem Rückstand umzugehen. Damit tun sie sich, ja, da erzählt man nichts Neues, extrem schwer. Also nach Rückstand in dieser Saison logischerweise noch nicht gewonnen. Da müssten sie heute diese Serie einreißen. Unmöglich ist es nicht. Die Chancen waren da. Aber es ist schon bitter und es läuft halt auch wieder gegen Königsblau. Und der VfL Wolfsburg, er ist schon so stabil und so gefestigt. Trotz der jüngsten Niederlage in Sinsheim. Die werden sich das hier ungerne noch vom Teller nehmen lassen. Weghorst raus zu Joao Victor. Becker aber dazwischen. Wolfsburg muss sehr kreativ werden. Otavio und Steffen, beide fehlen. Wir schauen hier nochmal auf den Treffer. Tor in Mainz! Und wir schauen auch wieder nach Mainz. 0 zu 3 und ist das schon der Schlussstrich? Lukas Höhler bringt in der 51. Minute mehr Klarheit in dieses Duell, als es vorher vielleicht sogar schon gab. Robin Sentner ist zwar im Eck, aber kommt dann auch nicht mehr so richtig da mit dem Arm aus dem Handgelenk oder aus der Schulter, aus dem Schultergelenk raus. Naja, 0-3 hier, boah, ganz übel. Nicht ganz so deutlich ist es in Bremen. Nicht ganz so deutlich, aber auch schon relativ deutlich. 0 zu 2, also hier in Bremen an der Weser läuft es unter dem Strich gut. Man spielt wirklich alles andere als begeisternden Fußball. Kann man aber vielleicht auch nicht erwarten in dieser Saison, vor allem mit der Vorsaison im Kopf. Dementsprechend macht Bremen in dieser Saison sehr vieles richtig. Die spielerische Entwicklung muss aber auf Dauer auch kommen. Denn so viele Punkte man auch gesammelt hat, so wenig konnte man spielerisch überzeugen. Das soll aber nicht der Vorwurf an dieser Stelle sein, denn der Erfolg für ihre Verhältnisse gibt ihnen auf jeden Fall recht. Aber das ist dann auch klar, mit dieser Spielweise wird es heute gegen den FC Bayern München keine Tore mehr regnen. Oder hageln. Vielleicht ja doch. Ich werde gerne lügen gestraft, wenn es um Tore geht. Rashica mit Augustinsson da auf der linken Seite. Das dauert und dauert und dauert. Augustinsson heute in der Startelf für Felix Agu. Kam in Bielefeld rein. Augustinsson machte das sehr gut. Jetzt kommt Gnabry für Kingsley Tor in Coman. Mainz! Und wir haben den nächsten Treffer in Mainz. Es wird immer übler für den ersten FSV Mainz 05 und Bo Svensson. 0 zu 4. Jonathan Schmid wuchtig, aber kann sich da den Ball auch locker mit dem linken Fuß nochmal vorlegen. Niakate zu spät. Mainz fällt hier wirklich gerade auseinander. Das Spiel ist natürlich gelaufen. Hier geht nichts mehr. In Berlin wollte Union aber nochmal zurückkommen. Wollen sie wahrscheinlich sogar immer noch, also die Vergangenheitsform vielleicht gar nicht angebracht. Stunde gespielt und sie bauen auch gut hier auf. Bülter! Super Parade von Timo Horn. Das muss es doch eigentlich sein. Starker Abschluss von Bülter, der macht da wirklich Gutes draus. Aber Timo Horn in der Szene noch besser. Union Berlin kommt aber direkt mit dem nächsten Angriff gerollt. Union ja der unentschieden König in dieser Saison. Sie verlieren wirklich sehr selten. Meistens ist es dann eben ein Tor Remis. in Und auch so kann Wolfsburg. man seine Punkte sammeln. Remis auch in Wolfsburg oder 2-0.
2-0. Mit Remy hat das hier aktuell sehr wenig zu tun. Yannick Gerhardt mit dem Doppelpack. Ja, Yannick Gerhardt wird ja auch offensiver eingesetzt in dieser Saison. Nicht zum ersten Mal tritt er so in Erscheinung. Super platziert dieser Ball, diesmal mit links und flach eingeschoben. Und da muss man schon eine sehr große Fantasie haben, um zu glauben, dass Schalke jetzt nochmal zurückkommt. Aber wir wollen den Teufel nicht an die Wand malen. Entschieden ist es noch nicht ganz. Und so kann man auch hier rangehen. Es sieht zwar sehr gut aus für die eine Mannschaft. Das ist in diesem Fall der FC Bayern und nicht so gut für den SV Werder Bremen. Aber sie probieren gerade nach vorne zu spielen. Es sieht teilweise gar nicht so schlecht aus. Würde man gerne öfters sehen. Und da kommt auch der Tor in Mainz. Werder Bremen. Und in Mainz gibt es jetzt das komplette Debakel. Das ist es schon, aber es wird zumindest mal ein ganz kleiner Hoffnungsschimmer hier aufkommen lassen. Oder aufkommen gehen lassen. Aber richtig groß und gefährlich wird das hier nicht mehr. Mainz mit dem 1-4, Robin Quaison. Wir geben aber lieber woanders hin. Landen wieder in der Hauptstadt. Union Berlin liegt nach wie vor 1-2 zurück. Kurz vor der Pause das 2-1 durch Jan Thielmann. Hier haben wir den jungen Mann wieder auf der rechten Außenbahn. Union Berlin in der Defensive ganz gut aufgestellt, sodass sich der 1. FC Köln auch schwer tut, da durchzukommen. Gute Balleroberung und jetzt kann es schnell in die Gegenrichtung gehen. Der 1. FC Köln für die Führung doch relativ offensiv noch aufgestellt. Ball in den Strafraum, Teuchert nicht im Abseits, kommt aber nicht durch mit seiner Flanke, der 1. FC Köln somit wieder im Ballbesitz und so vergeht hier Schritt für Schritt die Zeit. Knappe Viertelstunde noch auf der Uhr, das heißt 2 Tore noch für Schalke. Ja, 2 Tore für Schalke, die es noch sein müssten, um hier einen Punkt mitzunehmen und selbst das wäre ja eigentlich nicht genug. Aber der FC Schalke 04, er hängt sich zumindest rein. Ja, das ist das Mindeste, was man erwarten muss eigentlich von einer Bundesligamannschaft, die so abgeschlagen ist. Aber es war lange Zeit auch nicht eine Selbstverständlichkeit. Jetzt machen sie das und Stambouli. Oh, Stambouli, Benjamin Stambouli. 2-1. 79. Minute, kommt da unverhofft in die optimale Abschlussposition. Der VfL Wolfsburg lässt sich da ja komplett übertölpeln. Eigentlich zu weit vorgelegt, dieser Ball, aber die Wölfe scheinen damit überhaupt nicht zu rechnen. Ja, Schalke spielt auch extrem viel quer. Dann kommt Castells raus, verliert so ein bisschen die Orientierung, möchte man fast meinen. Sehr ungewöhnlich und Castells muss wieder einen Treffer schlucken, jetzt auch wieder zu Hause. 2-1 wird jetzt doch nochmal spannend. Wir sind auf jeden Fall offen dafür. Bremen nachziehen. Bremen würde sicherlich sehr gerne nachziehen, aber jetzt hat Bayern wieder ein bisschen mehr auf die Tube gedrückt. Sie haben gemerkt, Bremen kommt und Bremen ist gar nicht so ungefährlich. Das wollten sie schnellstmöglich wieder unterbinden. Haben sie jetzt auch geschafft. 10 Minuten vor dem Ende, das ist Thomas Müller. Scheitert an Pavlenka, das hätte es eigentlich sein müssen. Also die Entscheidung lag hier auf dem Silbertablett, wurde allerdings nicht angerührt. Und trotzdem ist das hier sicherlich eine entschiedene Sache. Bayern macht's gut, sehr souverän. Sie werden an der Tabellenspitze bleiben, ohne Frage. Und das hier ist dann wieder so ein klassischer Auswärtssieg. Sie haben sich nicht mehr angestrengt, als sie mussten, haben es trotzdem gut gemacht. 0-2 hier, wir wechseln nach Mainz. Wo es wirklich übel aussieht für Mainz. Ja, das 1-4, wir haben es gesehen, von Robin Quaison in der 68. Minute. Aber dieses 0-4 bis zu dem Zeitpunkt, das war wirklich schlimm. Und sie kommen nochmal, die Freiburger, 5-1. Und auch das sieht man nicht alle Tage.
Chico Höfler mit dem Doppelpack. Mit dem rechten Außenriss angenommen, dann mit rechts abgeschlossen. Das ist ja sensationell. Nicolas Höfler. Robin Sentner kann einem leid tun. Und dieses Ergebnis 1:5. Jetzt klingt es wirklich auch richtig brutal. Und es ist auch so brutal. Mainz geht hier unter. Das ist abstiegswürdig. Man muss es so hart sagen. Wir wechseln nochmal woanders hin. Ja, wir landen nochmal in Wolfsburg, denn hier steht es ja nur noch 2:1 und Schalke ist im Ballbesitz. Langsam aber müssen sie auch kommen zum 2:2. Das würde sicherlich am Ende dann doch nochmal Kraft bringen, sollte man sich hier einen Punkt holen. Aber es gibt auch nur 2 Minuten obendrauf. Schalke muss jetzt kommen. Benito Rahman verliert den Ball an Giavogi. Das ist hergeschenkt. Solche Situationen darf man da nicht so verspielen. Nachspielzeit gleich auch abgelaufen. Schalke versucht es nochmal, spielt nach vorne, Stambouli rechts raus. Das ist gut, das ist nochmal gut. So, Schuler. Flacher Ball. Aber Giavogi ist da, passt auf. Und jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss, der letzte Ball nicht präzise genug. So geht Tor es in Berlin. 2:1 zu Ende und 2:1 geht es nicht zu Ende in Berlin. Es ändert sich aber nichts mehr an der Punkteverteilung, weil Emanuel Dennis das 3:1 in der Nachspielzeit erzielt und den ersten FC Köln rund um Timo Horn richtig jubeln lässt. Das sind unfassbar wichtige Punkte für den Abstiegskampf. Die tun richtig gut. Klar, Union Berlin hat jetzt aufgemacht. Wird brutal ausgekontert, wie auch schon beim 2:1. Diesmal ist Dennis ganz alleine verschleppt. Keinesfalls mehr das Tempo. Auf den anderen Plätzen ist schon Feierabend. Wir werden also die Konferenz hier beenden in Berlin. Und wir werden glückliche Gäste sehen. Und sehen sie jetzt auch schon, denn das 3:1 ist hier logischerweise der Deckel auf dieser Partie. Wundert mich, dass noch angepfiffen wird. Jetzt ist aber wirklich Feierabend. Union Berlin verliert mit 1:3. So viel kann man ihnen nicht vorwerfen, aber man kann den ersten FC Köln loben für ein wirklich sehr gutes Auswärtsspiel, das sie auch verdient mit 3:1 gewinnt. Tolle Konter zu Ende gespielt. Das, was sie gegen Bremen schon teilweise zeigten, dort nicht über Konter. Das machten sie hier aber nochmal besser, also auch zielstrebiger bis zum Ende hin. 3 Tore erzielt für Köln, auch nicht selbstverständlich. Also, das war's aus der Konferenz. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Bleiben Sie am Ball. Jetzt noch alle Tore in der Zusammenfassung. Wir sind in Bremen. Robert Lewandowski im Ballbesitz. Sieht Thomas Müller. Und das geht viel zu einfach. 0:1 in der 5. Spielminute. Das darf doch nicht wahr sein aus Bremer Sicht. Die spielen defensiv diese Saison. So eine stabile und klasse Saison für ihre Möglichkeiten, für ihre Verhältnisse. Aber dass ausgerechnet jetzt gegen die Bayern solche Lücken entstehen, das ist natürlich nie im Leben gewollt. Vielleicht liegt es daran, dass sich die Doppelpack Thomas Müller 0:2. 34. Minute. Die Bayern machen es nicht spektakulärer, als es sein muss. Kimmich scheitert an Pavlenka. Müller scheitert an Pavlenka. Müller setzt nach und drückt den Ball per Kopf über die Linie. Das dürfte dann schon die Vorentscheidung sein. Heute mal in die Startelf gerückt ist Riedle Baku. Zidane Gerhard, der tritt einmal auf den Ball und schließt ab. Und wie? 31. Minute. 1:0 für den VfL Wolfsburg. Yannick Gerhard ansatzlos. Im Pokal machte Schalke hier schon eine gute Partie. Es sah ein bisschen so aus, als würde sich das in eine ähnliche Richtung bewegen. Und aktuell kann man das nochmal unterstreichen, denn auch da erzielte Wolfsburg den Treffer.
und nicht der FC Schalke 04. Obwohl es auch andersrum möglich gewesen wäre. 1-0 für 2-0. Mit Remy hat das hier aktuell sehr wenig zu tun. Yannick Gerhardt mit dem Doppelpack. Ja, Yannick Gerhardt wird ja auch offensiver eingesetzt in dieser Saison. Nicht zum ersten Mal tritt er so in Erscheinung. Super platziert dieser Ball. Diesmal mit links. Und flach eingeschoben. Selbstverständlichkeit. Jetzt machen sie das. Und Stambouli. Oh, Stambouli. Benjamin Stambouli. 2-1. 79. Minute. Kommt da unverhofft in die optimale Abschlussposition. Der VfL Wolfsburg lässt sich daher komplett übertölpeln. Eigentlich zu weit vorgelegt, dieser Ball, aber die Wölfe scheinen damit überhaupt nicht zu rechnen. Ja, Schalke spielt auch extrem viel quer. Dann kommt Castells raus, verliert so ein bisschen die Orientierung, möchte man fast meinen. Sehr ungewöhnlich und Castells muss wieder einen Treffer schlucken, jetzt auch wieder zu Hause. Und zwar für die Gäste aus Freiburg. Die Breisgauer, sie haben sich von dem kurzen Schock gegen Leipzig, dem 0-3, scheinbar wieder erholt und machen das 1-0 durch Demirovic. Zentner streckt sich rechts raus zu Jonathan Schmid. Weit aufgerückt, legt wieder zurück zu Demirovic. Plötzlich viel Platz in der Mitte für Höfler. Auweia, 0-2. Was ist denn mit Mainz auf einmal los? Da dachte man vor 2-3 Minuten, okay, 0-0, alles in Ordnung, jetzt schütteln wir uns. Aber das ist ein viel zitierter Doppelschlag. Der tut richtig weh und ist super unnötig. 0-3 und ist das schon der Schlussstrich? Lukas Höhler bringt in der 51. Minute mehr Klarheit in dieses Duell, als es vorher vielleicht sogar schon gab. Robin Zentner ist zwar im Eck, aber kommt dann auch nicht mehr so richtig da. Es wird immer übler für den ersten FSV Mainz 05 und Bo Svensson. 0-4. Jonathan Schmid wuchtig, aber kann sich da den Ball auch locker mit dem linken Fuß nochmal vorlegen. Niakate zu spät. Mainz fällt hier wirklich gerade auseinander. Das Spiel ist natürlich, das ist es schon, aber es wird zumindest mal ein ganz kleiner Hoffnungsschimmer hier aufkommen lassen. Oder aufkommen gehen lassen. Aber richtig groß und gefährlich wird das hier nicht mehr. Mainz mit dem 1-4, Robin Quaison. 0-4 bis zu dem Zeitpunkt, das war wirklich schlimm. Und sie kommen nochmal, die Freiburger, 5-1. Und auch das sieht man nicht alle Tage. Chico Höfler mit dem Doppelpack. Mit dem rechten Außenriss angenommen, damit rechts abgeschlossen. Das ist ja sensationell. Nicolas Höfler. Robin Zentner kann einem leid. 1-0 für die Gäste. Andre Duda ist der Torschütze. Mit etwas Glück springt der Ball vom Innenpfosten über die Linie. Da bleibt einem als Keeper nur das Hinterherschauen. Dieser Treffer hatte sich nicht unbedingt für ein. Max Kruse mit dem Freistoßtor. Ein überragend getretener Standard. Das ist eine super Position. Leicht links lastig und der ist einfach super. Der ist perfekt. Da wollen wir mal Timo Horn nicht den.
Erstmal kein Abseits. Du, da jetzt ist Union aber wieder ganz gut sortiert. Denkst du? Denkst du? 2-1. Erster FC Köln. Jan Thielmann mit dem Treffer. Kurz vor der Pause. Kontersituation von Union Berlin nicht gut verteidigt. Duda, der dann hier das Tempo gut verschleppt. Und wenn sich der Videoassistent nicht meldet, dann ist das ein regulärer Treffer. Gehen wir jetzt einfach mal stark von aus. Ansonsten würden wir eine Nachricht bekommen. Sieht aber... Es ändert sich aber nichts mehr an der Punkteverteilung, weil Emanuel Dennis das 3:1 in der Nachspielzeit erzielt und den ersten FC Köln rund um Timo Horn richtig jubeln lässt. Das sind unfassbar wichtige Punkte für den Abstiegskampf. Die tun richtig gut. Klar, Union Berlin hat jetzt aufgemacht. Wird brutal ausgekontert, wie auch schon beim 2:1. Diesmal ist Dennis ganz alleine verschleppt. Keinesfalls mehr das Tempo. Auf den anderen Plätzen ist schon Feierabend. Wir werden also die Konferenz... Bei Borussia Dortmund ist trotz der jüngsten Niederlage gegen den FC Bayern die Hoffnung zurückgekehrt, die Champions League-Qualifikation noch zu schaffen. Dazwischen stehen aber Leverkusen und Frankfurt dann mit 4 Punkten vor auf Rang 4. Da ist also für den BVB noch einiges aufzuholen. Unmöglich ist es aber, wie gesagt, nach den letzten Wochen nicht. Dortmund in Schwarz-Gelb von links nach rechts im ersten Durchgang. Die erste Chance hier nach einer Standardsituation. Für die Hertha gilt es hier erstmal, defensive Stabilität zu erhalten. Das ging in der Offensive noch nicht. Dementsprechend gut zur Sache. Einzig und allein der BVB machte da sein Spiel und machte das auch gut, hätte hier nach einer Viertelstunde schon in Führung liegen müssen. Dann fand die Hertha aber besser rein, nicht nach vorne, nicht, dass wir hier gleich übertreiben wollen, aber sie konnten sich in der Defensive komplett stabilisieren, ließen nichts mehr zu und so ging es mit 0:0 in die Pause. Die Hertha nach dem Sieg 2:1 gegen den FC Augsburg. Immerhin ja mal wieder mit einem Erfolgserlebnis, aber die Punkte, sie sind wichtig und auch ein Punkt hier heute wäre sicherlich ein Beginn. Wir sind schon in der Schlussphase, weil es weiterhin ein sehr zähes Spiel war, in dem Dortmund noch die Kräfte zu spüren bekam, die sie unter der Woche ließen gegen den FC Sevilla. Aber es gab nochmal einen von Erling Haaland in der 83. Minute. Ansonsten machte die Hertha das unglaublich konzentriert. Fast 90 Minuten perfekte Abwehrarbeit. Der BVB hatte seine Chancen, aber es waren sicherlich zu wenige, um hier im Endeffekt dann so drückend überlegen zu werden, die Hertha zu schlagen. Es bleibt also beim 0:0 nach 90 Minuten für Dortmund enttäuschend, für die Hertha sicherlich zufriedenstellend. Bayern 04 Leverkusen hat sich etwas aus der Krise rausspielen können. Das 1:0 bei Borussia Mönchengladbach konnte ein bisschen die Wunden flicken. Nun zu Gast Arminia Bielefeld. Die verloren 0:2 gegen den SV Werder Bremen. Unter dem Strich dann doch etwas ärgerlich. Und hier hatten sie eine ganz gute erste Gelegenheit durch Andreas Vogelsammer. Das letzte Heimspiel, das Leverkusen hier absolvierte gegen den SC Freiburg, das ging ja verloren. Und auch hier waren sie nicht gut drauf, die Leverkusener, trotz des Auswärtssiegs in Gladbach. Die breite Brust, sie kam nicht auf. Bielefeld wollte unter Kramer die ersten 3 Punkte sammeln. Und hier ist es Manuel Prietl in der 45. Minute, der für das erste dicke Ausrufezeichen sorgt. 0:1. Das auch gleichzeitig der Halbzeitstand. Also Leverkusen konnte hier doch einige Fragen aufwerfen, aber keinesfalls beantworten. Das sollte im zweiten Durchgang natürlich besser werden und das wurde auch besser. Charles Arangui zu Patrick Schick und so schnell kann es gehen. Eine schlechte Halbzeit, ganz schnell wieder wettgemacht. 51. Minute, das 1:1 etwas aus dem Nichts. Aber Arminia Bielefeld, sie konnten die Großen schon ärgern. Und da kommen sie auch wieder. Vogelsammer zu Hartl. Der haut nicht drauf, sondern legt quer. Für Rizzo-Duan ist es dann ein leichtes. 2:1. Die zweite Führung. Ja, Bielefeld
Vor allem in München hatten sie doch nochmal gezeigt, was eigentlich in ihnen steckt. Ja, auch Bayern hatte da ganz andere Vorzeichen als Leverkusen hier. Aber irgendwie, irgendwas steckt ja in der Mannschaft von Bielefeld. Das zeigen sie auch wieder hier am Sonntagmittag. Leverkusen aber wie immer brandgefährlich in der Spitze. 72. Minute, Stefan Ortega, er erwischte keinen schlechten Tag und parierte hier richtig gut. Leverkusen machte mehr und mehr auf. Platz für Bielefeld zum Kontern. Und das auch über Fabian Kunze. 3:1 in der 88. Minute. Die Entscheidung für die Gäste. Damit war nun wirklich nicht zu rechnen. Aber wenn man sich den Spielverlauf anschaut, dann geht das schon so in Ordnung. Tolles Zeichen vom Deutschen Sportclub und Leverkusen. Nach einem kurzen Hoch in Gladbach fallen sie hier wieder ganz tief auf den Boden der Tatsachen. RB Leipzig und Frankfurt würden aktuell dasselbe aus dieser Saison herausbekommen. Jeweils die Champions League Qualifikation. Frankfurt muss daran noch hart arbeiten. Für Leipzig spielt die Meisterschaft ja auch noch eine übergeordnete Rolle. Doch das war hier in der ersten Sekunde, in dieser ersten Szene des Spiels von 0 an. Ein super Spiel der Eintracht, die nach dem 1:1 gegen Stuttgart, dem vorherigen 1:2 in Bremen, langsam wieder Punkte sammeln muss, und zwar in dreifacher Form. Da arbeiteten sie hier dran und es war richtig, richtig gut. RB Leipzig aber mit dieser drückenden Qualität natürlich auch immer brandgefährlich, zu jeder Zeit gegen den FC Liverpool unter der Woche noch in Budapest unterwegs gewesen. Jetzt hieß es wieder Bundesliga-Alltag. Also es ist nicht leicht hier für RB Leipzig das Ganze so über die Bühne zu bringen. Zumal auch Eintracht Frankfurt wieder richtig Blut geleckt hatte nach dieser frühen 1:0-Führung. Und man sah, was da für ein Potenzial schlummert. Djibril somit Hasebe im Zusammenspiel. André Silva bekommt den Ball. Und jetzt trifft er auch wieder. 27. Minute, das 0:2. Frankfurt schon sehr effektiv, aber das war auf jeden Fall auch nicht unverdient. RB Leipzig hatte doch so tatsächlich diese Probleme und es ging ganz gut da vorne mit André Silva und Luka Jovic. Jetzt aber Kampel, der kann hier lange laufen, sehr lange laufen, legt dann quer zu Nkunku. Hinteregger kommt einen Gedanken zu spät, muss sich da auch zu Paulsen orientieren. Was für eine erste Halbzeit, es stand 1:2, aber es war wieder alles offen. Leipzig lag ja auch zu Hause gegen Gladbach mit 0:2 zurück, damals sogar zur Halbzeit. Jetzt ist es ein 1:2, aber wenn wir einmal kurz oben auf die Uhr schauen, die Zeit lief den roten Bullen davon, denn es war von Frankfurt offensiv in der zweiten Halbzeit zwar nicht mehr so viel zu sehen, aber defensiv mittlerweile war es eine sehr gute, bravouröse Leistung. Sehr selten mal solche Szenen, solche Abschlüsse, und richtig gefährlich war es ja auch nicht. Auch wenn sich Leipzig da richtig streckte, Kevin Trapp hat wirklich keine großen Probleme, den Ball hier sogar festzuhalten. Zumindest ein Punkt, aber sollte es werden, Leipzig kann ja im direkten Duell mit den FC, mit dem FC Bayern München zumindest da nochmal wieder was gut machen. Trotzdem eigentlich wäre hier auch ein Punkt zu wenig, aber zumindest der sollte es eben sein. Christopher Nkunku nochmal, Flankenball raus auf Adams. Da kommt auch eine Flanke, aber Hinteregger macht das sensationell. Sinnbildlich für diese Partie die stählerne Brust von Hinteregger. Sie hält der Leipziger Offensive. Im Endeffekt stand, es bleibt beim 1:2. Ein Riesenerfolg für Frankfurt, ein großer Schritt Richtung Champions League Qualifikation. Zumindest ist das hier mal ein ganz klares Ausrufezeichen. Zum Abschluss treffen der VfB Stuttgart und TSG 1899 Hoffenheim aufeinander an diesem 25. Spieltag. Platz 9 gegen Platz 11, das ist weder tabellarisch noch sonst irgendwie richtig interessant. Aber das kann man auf jeden Fall sagen, beide Mannschaften haben in dieser Saison spielerisch schon richtig überzeugen können. Hoffenheim trotzdem sehr enttäuschend, was die ganze Saison angeht. Der VfB Stuttgart als Aufsteiger hat in jedem Fall mal brilliert. Auch Gregor Kobel, der hier gerade die erste Möglichkeit parieren musste, der war super in dieser Saison und wird es sicherlich auch noch für die restlichen Spieltage bleiben. So wie auch Wataru
Endo. Eiskalter Abschluss, wuchtig rauf, Oliver Baumann kann nichts machen. Stuttgart holte sich ja zuletzt auch wieder ein respektables 1:1 aus Frankfurt ab. Hoffenheim gewann sogar 2:1 gegen Wolfsburg und überwand zweimal Kuhn Castells. Jetzt aber waren sie etwas schludrig auf Stuttgarter Seite, was die Möglichkeitenverwertung anging. Silas macht den hier eigentlich normalerweise blind, kommt da komplett frei zum Abschluss. Oliver Baumann aber pariert. Auch gut. Noch nicht ganz Pause, noch einmal der VfB. Silas, jetzt macht das besser. 2:0 für die Schwaben gegen Hoffenheim. Machen sie hier erstmal eine starke erste Halbzeit nach anfänglichen Schwierigkeiten. Führen jetzt sogar mit 2 Toren die Führung verdient. Vielleicht aber eben ein Treffer zu hoch. Und so viel muss man sagen, Hoffenheim und Stuttgart, ein paar Punkte werden sie möglicherweise auch noch sammeln müssen. Nicht, dass man am Ende doch nochmal zittern muss, auch wenn es unwahrscheinlich ist. Es ist doch schon durchaus wichtig, hier nochmal dran zu bleiben, auch dann mit Erfolgserlebnissen in die nächste Saison zu starten. Und auch das muss man sagen, ja, Kobel hier wieder überragend mit dieser Flugeinlage. Der VfB Stuttgart hat nur 6 Punkte Rückstand auf den Tabellensechsten. Also es wäre auch theoretisch da doch ein bisschen Potenzial, auch wenn das für den VfB sicherlich nicht das übergeordnete Ziel ist. Mangala und jetzt fast das dritte. Diesmal Baumann, da der gut parieren kann gegen Endo, der das 1:0 hier erzielen konnte. Stark von Baumann. Es war eine richtig unterhaltsame Partie, die einzig und allein durch den zweifachen Vorsprung von Stuttgart nicht mehr zu 100% spannend war, was das Ergebnis eben jedenfalls anging. Trotzdem kamen sie nochmal, doch sie fanden erneut ihren Meister, die Kraichgauer, in Gregor Kobel, der mal wieder überragend abliefert, 2:0 spielt. Der VfB Stuttgart tut sich ja eigentlich hier zu Hause relativ schwer. Jetzt haben sie mal wieder gewonnen. Also das ist doch mal ein guter Erfolg hier zum Abschluss. Jo, das soll es dann mit dieser Prognose wieder gewesen sein. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Jedenfalls solltet ihr das machen, wenn es euch gefallen hat. Vielleicht habe ich mich wiederholt. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios.